Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Böse Onkels von Böse Onkels in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Böse Onkels von Böse Onkels, das Ganze am 28. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 17. Album der Band. Das Album heißt genauso wie die Band, nämlich Böse Onkels. Das Album an sich ist auch schon eine Zeit lang her, also am 28. Februar erschienen. Allerdings die Vinyl Edition, die kam jetzt erst raus am 20. März, also ungefähr 3 Wochen nach dem eigentlichen Release. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen. Machen wir mal die Folie ab. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier auf dem Cover die 4 Bandmitglieder abgebildet. Also Kevin, Stefan, Gonzo und P. Hier oben lesen wir den Schriftzug Böse Onkels. Ansonsten hier wirklich nur das Foto und sonst keinerlei Schrift. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Böse Onkels zweimal. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir sehen hier so eine Häuserfassade, so eine Rückseite mit Strom, also mit so Kabeln. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch die Tracklist. Wir haben hier A, B, C und D-Seite, also eine Doppelvinyl. Und wir haben hier insgesamt 4, 3, 3, 3 Tracks, also 13 Stück an der Zahl. Hier unten noch die Beteiligten und ein Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Auf der linken Seite haben wir hier so eine schmutzige Wand. Sieht etwas düster aus. Und auf der rechten Seite nochmal bei strahlend blauem Himmel das Bandfoto. Jawohl. Auf der linken Seite haben wir einmal die Infos zur Band, also wer hier beteiligt ist, welches Bandmitglied hier welche Funktion erfüllt. Dann haben wir hier noch die weiteren Credits zum Album. Diese Leute haben hier an diesem Album mitgewirkt. Und dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Also wir haben hier eine und hier dann die zweite. Ist hier noch was drin? Nein. Also eine Doppelvinyl. Und zusätzlich dann auch noch ein Poster. Alles klar. Als erstes kommen wir natürlich zu den Vinyls. Wir starten mal mit Vinyl Nummer 1. Das freut mich schon mal sehr zu sehen, denn wir haben hier keine einfachen farbigen Vinylhüllen, sondern wir haben hier tatsächlich die Tracks mit drauf. Und zwar haben wir hier zu den einzelnen Liedern die Lyrics. Und auch die Infos, wer hier die Texte und die Komposition beigesteuert hat. Und hier dann wirklich Wort für Wort die einzelnen Tracks abgetippt. Sehr schön. Also, so sieht das aus. Und auf der Rückseite auch nochmal. In Schwarz und Weiß und in Weiß und Schwarz. Oben geht das Ganze dann auf. Und hier haben wir die erste Vinyl. In diesem Fall die A-Seite mit den ersten 4 Tracks. Hier waren jetzt nur 3 Lieder drauf. Warum? Nummer 1, und zwar Prolog, hat hier den Text nicht dabei. Deswegen, also die A-Seite und auf der Rückseite natürlich die B-Seite. So sieht es aus. Gut, dann packen wir die Vinyl mal wieder rein. Kommen zur zweiten. Die kommt hier in Rot und Weiß, auch hier wieder die gesamten Lyrics mit drauf und auf der Rückseite in so einem Olivgrün, die D-Seite. So, dann schauen wir uns das an. Auch diese Vinyl klassisch in Schwarz gehalten, C-Seite in Rot und Weiß in der Mitte und die D-Seite dann natürlich hier in diesem Olivgrün, beziehungsweise ja, mehr ein Braun in diesem Fall. Okay. Damit aber nicht genug, wir haben auch noch ein Poster mit dabei. Selten aber doch gibt es das, dass
in Vinyl Editions noch mehr reingepackt wird. Was mir jetzt etwas abgeht, ist sowas wie ein Album-Download-Code oder die Album-CD, aber dafür hat man hier dann noch ein Poster reingepackt. Und zwar sieht das so aus, recht groß im Querformat. Wir haben hier oben wieder den Schriftzug Böse Onkels und dann hier nochmal das Foto der vier Herrschaften, die hier stehen, neben so einem, ja, sieht man aus wie so ein Funkturm. Etwas in die Jahre gekommen, das Ganze. Und ja, hier die vier Jungs zu sehen. Die Rückseite ist weiß, also einseitig bedruckt das Poster und jeweils, also die Vorderseite im Querformat. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann haben wir die beiden Vinyls. Einmal zweimal mit den bedruckten Vinyl-Covers, also mit den bedruckten Taschen hier. Insgesamt 13 Tracks auf diesen Doppelvinyls. Auf dieser Doppelvinyl. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition. Böse Onkels von Böse Onkels. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.